Hi, hi, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mittlerweile schon zum sechsten Arc-Video. Also es ist ganz schön krass, wenn ich das so sagen darf. Leute, ich muss euch was sagen. Ihr habt euch bestimmt schon selber gewundert, dass nur ein 1 Minute 30 Video rausgekommen ist. Ein 1 Minute 30 Video rausgekommen ist. Das sollte eigentlich Arc-Video 4 werden. Aber Leute, das ist eigentlich ein 17 Minuten Video, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und wir an einer Metallquelle Metall gefarmt und ein Trize gezähmt, weil wir einen brauchten, der so viel tragen konnte. Und dann haben wir ohne Witz die ganze Nacht gebraucht, von der Metallquelle hierher zu laufen mit dem Harry, weil wir so schwer waren. Das ist jetzt der Heinz, Leute. Und das war eigentlich Metallquelle. Ja, Leute, wenn man so sagen darf, die Metallquelle war genau da oben, da ist so eine Klippe und dann kann man da hoch und dann ist da Metallquelle. Aber Leute, das Video wollte sich einfach nicht verarbeiten lassen. Wir haben es siebenmal versucht hochzuladen, aber es hat immer gescheitert an dem Verarbeitungsprozess. Und dann haben wir uns jetzt gedacht, komm, lassen wir das jetzt. Und Leute, wir laden es vielleicht noch bald demnächst mal hoch. Also wir probieren das immer aus und dann, Ja, Leute, unser heutiges Ziel ist es, Metall zu farmen beim Totenkopf, weil wir unsere Metallquelle ausgebeutet haben. Und dort wollen wir uns auch gleich ein Haus bauen. Leute, wir schreiben da aber nur eine Minute, wie wir farmen, weil sonst wird das Video zu lang und dann werden wir wieder Probleme haben mit dem Hochladen. Ja, bis gleich. Also man sieht dich eigentlich wieder, wenn wir alles zusammengesammelt haben. Ciao. Wir sind jetzt auch schon angekommen mittlerweile hier beim Totenkopf. Wir haben schon ein bisschen was geklatscht, also... Leute, wir zeigen euch noch, wie wir es klatschen, aber wir zeigen euch nicht, wie wir fahren, Leute. Weil das ist einfach so blöd, weil das einfach Zeitverschwendung ist. Und das Video sind zu lange. Leute, wir bauen uns jetzt hier auf, wir farmen ein bisschen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bau die ab. Gleich. Hallo, Leute. Hallo, Piet. Was ist dein Problem? Wie viel Chitin hast du? Tschüss. Ja, also Leute, bis gleich. Lange hat es gedauert, Leute. Wir sind endlich angekommen mit einem Haus und ich bin direkt zum Beginn. Ich wollte euch gerade das Haus zeigen, bin extra da vorne an die Kante gegangen und bin dann hier runtergefallen. Weil sich fragt, warum ich nicht tot bin, es gibt einen einfachen Trick. Öffnet einfach euer Inventar, bevor ihr aufklatscht. Und das macht ihr ganz oft, ihr spammt einfach Kreis und das ist so. Hier unten. Hi! Nicht fallen lassen. Leute, wir haben schon mal angefangen, ein Haus zu bauen. Ja, Leute, wir haben nicht angefangen, wir haben es schon gebaut. So, Leute, ihr seht, ich bin hier hingegangen und dann bin ich halt runtergefallen in der Rippe, weil ich so gut bin. Das ist unser Haus, Leute. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist nicht unser Haus zum Leben, sondern unser Farming-Haus. Weil, Leute, ihr habt es vorhin schon oben gesehen, oben ist extrem viel Obsidian, Kristall und Metall. Und unten genauso. Und wir wollten jetzt einfach hier so eine kleine Farming-Hütte machen. Hier oben können wir auch privat einen Raum machen. Zum Beispiel im Lager oder so. Wer weiß. Ein Boot haben wir auch. Also hier ein Boot, hier im Bett. Leute. Ja. Also, das ist für jeden, der Ark spielt, ne? Das ist der Spot auf der Center Map. Wir spielen wir nämlich momentan. Jeder benutzt diesen Spot. Ich bin wieder runtergefallen! Ich bin wieder runtergefallen! Ich rette dich nicht. Jetzt musst du den Scheiß-Ding benutzen. Ja, nee, bitte komm ran! Ja, ich hab's doch gehört. Ich bin tot. Ja, ich sterbe, Gigi. Ich bin tot. Tot, ne? Ja, tot. Ja, ich hab ein Bett so richtig tot. Also so mega richtig tot. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir versuchen erstmal meine Leiche jetzt herauszuholen, Gigi. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir einfach alles brennen. Und wenn wir die Leiche rausgeholt haben. Ich glaube, das geht schon irgendwie. Falls ich werde rein. Also ja, Leute, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn alles fertig ist. Gigi, bis gleich. Nach einem bisschen Farmen, Leute, und nach Aufwendigkeit, da ich schon 2 Wochen gefallen bin, habe ich endlich alles fertig gemacht. Das Haus steht. Und Leute, fragt mich, wie ich schon wiedergekommen habe. Ich habe was mit Präzision zu tun. Sieben Ofen sind hier ungefähr. Und Leute, wer hat es schon erraten? Die Ofen sind zum Schmelzen da. Dann können wir hier noch hoch ins zweite Stockwerk. Was wir da noch machen, ich bin Minecraft-Logik. Ist noch unklar. Fabricator. Fabricator kommt auch hier hin, aber das ist nur eine Nebenleiter. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen jetzt ein bisschen Holz fahren und dann nehmen wir euch mit auf eine große Tour mit Zeitraffer, wo wir Metall farmen, oder?
Metall und Stein, würde ich sagen. Einfach alles. Metall, Stein, Obsidian, Kristall. Alles, was es hier gibt. Ja, alles, was es gibt. Also, ja, let's go. Let's try it out. Bis gleich, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Das war's eigentlich auch mittlerweile ganz schön schon mit der Zeitraffer. Ich meine, die Zeitraffer wissen wir nicht, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt so die erfarmte Beute, die wir hier erfarmt haben. Und nebenbei, Leute, ich habe es einfach geschafft, von ganz oben runter zu springen, ohne zu sterben. Cool. Und Leute, das ist die erfarmte Beute. Guck mal rein. 169, hier sind die richtig krassen Ollis. So, hier 200 Ollis. Oh, ja. Olli ist ein guter Name. So, da. Und hier, Leute, ihr seht alles voll. Hä? Da sind nur noch 22 Metalle in dem einen. Ja, müssen wir gucken. Leute, das ist alles voll und eine Picke ist so ganz kaputt gegangen. Und ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich erst mit dem 6. Video von Ark Survival Evolved. War ein kurzes Video. Das nächste wird, glaube ich, länger. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, oder? Also, Leute, guckt beim und wir freuen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder zu gucken. Bis bald. Ja, und dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald.